Hallo und ganz herzlich willkommen zu Let's Play Mikey oder Miki. Früher habe ich immer Miki gesagt, wie auch immer. Auf dem Commodore 64 ein kleines Arcade-Spiel, wie es in den 80ern ja gang und gäbe war. So. Wir spielen in diesem Spiel den Schüler Mikey, der seiner geliebten Freundin eine Nachricht überbringen will. Dazu muss er allerdings die gesamte Schule durchqueren und Lehrer, Köche und Hausmeister versuchen ihn davon abzubringen, denn ne, der Miki oder der Mikey, die sollen ja was lernen und nicht hier durch die Schule spazieren und nach den Mädels gucken. So, wir spielen das Ganze in der Trainerversion, denn ich will unbedingt das Ganze mit Unendlich Leben spielen. Ansonsten dauert das Ganze nicht lang. Das Spiel ist nämlich abartig schwer. So, Unverwundbarkeit natürlich nicht. Bisschen Herausforderung sollte es ja dann doch noch sein. Und das sind die neuen Levels, die wir durchqueren müssen, bis wir schließlich bei unserer Geliebten sind. So, es geht los mit dem ersten Level, der Klassenraum. Aber erstmal das Intro. Ja, das Original ist von 1984 als Arcade-Version und die Commodore 64-Version kam meines Wissens nach, ich glaube, 86 oder 87 raus. So, lasst uns starten. So, wir müssen alle Herzen einsammeln. Denn vorher können wir den Level nicht verlassen. Und für jedes Herz gibt es oben einen Buchstaben, der dann ein Wort bildet. In diesem Fall ist es Open. Ja, und vor dem Lehrer müssen wir aufpassen. Wenn der uns erwischt, sind wir kaputt. Solange wir hier sitzen, tut er uns nichts. Die Musik ist geil. Hard Day's Night läuft hier im Hintergrund. Jedes Level hat hier seine eigene Musik. Früher dachte ich immer, der wirft mit einem Buch nach uns, bis ich mal gelesen habe, dass das seine falschen Zähne sind. Der wirft wirklich mit seinem Gebiss nach uns. Unglaublich. So, die Herzen haben wir alle. Wir gehen raus. Oh. Wir können hier, glaube ich, unterwegs noch was einsammeln. So, hier. Okay. Bei manchen Türen gibt es Punkte-Boni. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal versucht. So, jetzt versuche ich nochmal diese Kiste hier einzusammeln. Die gibt wenigstens auch ein paar Punkte. Und wir sind in der Umkleidekabine. Da haben wir es jetzt schon mit drei Gegnern zu tun. Dem Schulkoch, dem Sportlehrer und dem, ja, Lehrer, der uns weiterhin sein Gebiss entgegenschleudert. Hier auch wieder alle Herzen einsammeln. Aber hier haben wir wenigstens eine kleine Waffe. Wir können mit Basketbällen die Feinde für einen kurzen Moment lähmen. Wow. Allerdings sind auch die Basketbälle begrenzt. So, geschafft. Soweit ist es noch relativ einfach. Die schweren Levels kommen gleich. Okay. Da ist nix. Aber hier. Wir sind in der Kantine. Okay, das Metier des Schulkochs. Der ist auch leider der schnellste aller Gegner. Aber auch hier können wir wieder etwas werfen. Und zwar Hähnchen. Ui. Komm, lass mir in Ruhe mit deinem Zeug. Okay, das große Herz müssen wir auch nehmen. Hey, es läuft bisher ganz gut. Vorsicht. Ja, ja, Lehrer, du mit deinem Gebiss, ne? Da fühlst du dich gut. Ah, die Herzen sind manchmal schwer einzusammeln. Okay, aber ich hab's. So, ein Hähnchen nehmen wir noch mit. Falls uns jemand dumm kommt. So, und raus. Links. Treppe runter. Das ist gemein. Der miese, besenschwingende Hausmeister hat mich. Wir müssen hier sofort, nachdem wir auf dem Korridor sind, die Treppe runter. Und das war schon wieder zu spät, glaube ich. Ja, normalerweise fängt man das Spiel nur mit zwei Leben an. Oh Mann, warum muss der jetzt hier hochlaufen? Das finde ich nicht nett. Und wenn man hier nicht ein absoluter Super-Pro ist, dann hat man irgendwie keine Chance, das hier durchzustehen. Ja, ich wäre jetzt inzwischen schon 10-mal Game Over. Jetzt mal ein bisschen schneller das Ganze. Okay, das sammeln wir ein. So. Oh Mann! Blöder Hausmeister! Konzentrier dich auf deinen Job und fege den Korridor, anstatt mich hier zu nerven. So. So, vielleicht gibt's jetzt hier einen Bonus. Nee, wieder nicht. Schade. Oh, die Aerobic-Gruppe! Das ist die geilste Mucke von allem. Twist and Shout! Twist and Shout.
Die Mucke rockt, muss ich sagen. Okay. Hier haben wir jetzt zum Glück wieder nur den Lehrer, aber wir haben hier auch die Aerobic Girls, die uns hier versuchen, einen Schmatzer auf die Wange zu drücken. Und wenn die uns haben, lassen sie uns doch schnell nicht wieder los. Da hat der Lehrer natürlich leichtes Spiel, uns eine überzubraten, was er eben auch erfolgreich gemacht hat. Das ist eines der schwierigsten Levels im ganzen Spiel hier. Okay. Okay. Nein. Raus, 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 raus. Dankeschön. So. Okay. Ich bin so schlecht, ich weiß. Warum gibt es hier eigentlich keinen Bonus? Wieder nicht. Finde ich nicht nett. So. Hier haben wir den Hausmeister wieder. Und das letzte Level ist das schon. Der Spielplatz. Hier hat man jetzt mit der halben Rugby-Mannschaft der Schule zu tun. Weiß nicht, was die alle gegen den armen Miki haben. Aber ich hab's geschafft! Hoho! Nettes kleines Spiel. Allerdings, wie gesagt, normalerweise fängt man das Spiel nur mit 2 Leben an. Jetzt habe ich 3, also für einmal durchspielen bekommt man ein extra Leben. Trotzdem viel zu wenig. Es ist brutal schwer. So. Und mit den Sounds von A Hard Day's Night würde ich sagen, beenden wir dieses Let's Show, Let's Test, Let's was auch immer. Miki, Mikey, was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Auf dem Commodore 64. Danke fürs Zuschauen und dann hoffentlich wieder bis zum nächsten Video.